und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal den Treasure Hunt Simulator. Die Aufnahme ist mal wieder im Stream entstanden. Aber ich fand das Spiel ganz cool und wollte es euch deshalb nicht vorenthalten. Aber Leute, bevor das Video beginnt, lasst ein Like und ein Abo da, weil nur 25% meiner Zuschauer auch wirklich meinen Kanal abonniert. Also ich würde mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Willkommen, equippe deinen Eimer und beginne zu graben. Okay, welchen Eimer will ich? Ich will einen pinken Eimer. Daily Reward, ja, ja, collect mir. So, achso, nein, das ist mein Behälter. Ich will einen pinken Behälter. Yeah. Und jetzt habe ich hier einen Eimer und mit dem kann ich hier Sachen machen. Oh, Musik muss ich erstmal. Nein, nicht Game Pass. Musik disablen. Hier, ja. Uso. Wer will schon die Musik hier haben? So, wie viel habe ich? Ah, nein. Ich will nicht sterben. Hallo. Hallo. Leute. Ich will hier raus. Ich muss raus. Boah. So, Sellen. Mein Backpack ist voll. Und kann ich mir hier direkt was kaufen im Shop? Oder gibt es auch verschiedene Inseln? Okay, cool. So, was kann ich mir hier im Shop kaufen? Neuen Backpack. 150. Junge. Ich will aber neue Tools tatsächlich eher. 100. Teuer. Da muss ich jetzt hier erstmal ein bisschen farmen. Gibt es hier Codes in diesem Spiel? Ich will Codes haben. So, ich muss jetzt hier erstmal meine 10er-Kapazität wieder direkt voll machen. Und ich bin schon wieder voll. Perfekt. Dann kann ich wieder sellen. Das ist so ein Clicking-Simulator. Ähnlich Ding. Aber halt cooler, weil du dickst und nicht klickst. Das hat sich gereimt, Leute. Seid ihr stolz auf mich? Das hat sich gereimt. Oh Gott. Oh, mein Niveau ist heute wirklich nicht hoch. Ich weiß nicht, was heute los ist, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Es tut mir leid. Oh, ich bin jetzt sogar schon wieder voll direkt. So, und ab zum Job hier. Ich habe sogar eine Trade-Request bekommen. Was hast du für Zeug? Oh mein Gott, was hast du? Würdest du mir das geben? Wirklich? Danke dir. Das ist sehr cool. Danke. Wo kann ich das equippen? Ich will diese Crate mal hier aufmachen. Oh, das sind Skins. Ich liebe Skins. Oh, gib mir Tribal. Tribal, das hört sich cool an. Das hört sich selten an. Weil das ist ein gelber Rahmen und da ist ein weißer Rahmen. Hä? Okay. Okay. Aber was habe ich gerade bekommen? Kann ich da irgendwas jetzt ausfüllen? Ausführen? Was kann ich hier machen? Hallo? Ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Pets. Es gibt Pets. Was für Pets gibt's? Oh, das sind teuer. Eine Schildkröte. Eine Schnee. Schnee. Eine Fee. Eine Katze. Ein Duckling. Ein Orb. Okay. Es ist einfach eine rote Kugel. Ein Ozelot. Man denkt einfach Minecraft. Ein Elefant. Du hast einfach die ganzen Pets hier. Eine Ente. Okay, ein rotes Orb. Ein Ozelot. Ein Elefant. Ein Fighter-Chat. Ein Papagei. Ein gutes Pet. Einfach so ein Chat. Danke, Bruder. Wirklich stark. So, ich muss mir aber jetzt erstmal ein neues Tool holen. Oder ich gehe direkt auf das. Ah, ja. Ja. Ich gehe erst auf das. Ich habe schon wieder eine Trade-Request. Oh, willst du mir Sachen schenken? Hey, schenk mir mal Sachen. Weißt du? Coole Sachen. Oh, danke, Bruder. Ich weiß nicht, wie ich das hier equippe. Ah, ich habe keine Ahnung. Oh, bei der Kiste. Hier doch. Da, hier. Kann hier irgendwas machen, ja. Okay, genau. Ah, jetzt lädt das Zeug auch mal. Hier habe ich auch Skins. Und das will ich auf meinem Backpack haben. Den Tribal Skin. Und hier, ich kann sogar 3 Hüte equippen. Cool. Das heißt, dass ich jetzt schon OP bin. Bin ich OP, Leute? Bin ich OP? Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch, oder? Oh, ich sehe so verdammt cool aus. Ich sehe mit meinem Fernsehkopf zwar cool aus, finde ich. Aber ich sehe so verdammt cool aus. Ich bin schon cool jetzt, oder? So, Tools. Ich will mir aber eine bessere Schaufel direkt holen. Oh, ich habe eine gescheite Schaufel und keinen Eimer mehr hier. So, und jetzt sollte ich direkt mein Backpack voll haben. Nee, ich habe nur 5. Kann ich nur die Hälfte immer voll haben? Kann das sein? Es könnte gut sein. Ich weiß es nicht. Ich will aber einen guten Backpack hier erstmal haben. Wie viel kostet denn ein guter Backpack an der Stelle? Keine Ahnung. Ich hole mir jetzt erstmal den zweiten hier. Wie viel kostet der nächste? 900 könnte ich, glaube ich, direkt schon sparen. Ja, ich glaube, wir gehen direkt auf 900. Junge, hier haben wir aber schon was zusammengetragen. Und ich bekomme nur 5 pro Abbauen? Ich gedacht, ich bekomme jetzt mehr. 7? 11? Ist das irgendwie random? 4? Jetzt 5? Irgendwie scheint mir das ziemlich random zu sein an der Stelle. Aber ich will es ja nicht wert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so ist und warum ich nur 5 aufbaue. Ich dachte, meine Hüte würden das irgendwie ein bisschen besser machen, aber irgendwie nicht. Oh, da ist eine Kiste. Hallo, das ist meine Kiste. Yeah. Oh mein Gott, ich habe Rubies bekommen. Warum auch immer ich die bekommen habe. Ich find's cool. Das ist tatsächlich cool. Hey, das ist wirklich cool. Was gibt es hier unten? Eine Kiste. Ich habe sie doch gerochen. Ich habe sie so sehr gerochen hier. Ich habe sie so gerochen. Mit meiner verschnupften Nase. So, jetzt ist aber auch mein Backpack gleich wieder voll. Ganz ehrlich, was bringen mir die Hüte? Ich habe es noch nicht ganz verstanden hier. 140 Dicks plus. Aber irgendwie, hä? Keine Ahnung. Ich kaufe mir jetzt erstmal den hier. Dann kann ich hier ein bisschen weiter nach unten direkt. Oh, okay. Bin jetzt hier ein bisschen weiter unten angelangt, Leute. Und ich werde jetzt hier ein bisschen farmen an dem Sand. Ach so, der Sand ist immer nur 5 wert. Oh,
ich merke. Sand ist nur 5 wert, das steht ja hier. Hier steht Sand 5. Ich kann aus Sand nur 5 bekommen, weil er nur so viele Durability hat. Ich hab's verstanden. Ich bin so gut. Eine Rare Chest, 25. Aber die bekomme ich halt auch instant down jetzt dafür. Okay, das macht Sinn. Eine Dice Chest, die ist noch stärker. Mein Backpack ist instant full. Oh, da muss ich wohl sellen. Wo bin ich runtergesprungen? Wo bin ich runtergesprungen? Das ist meine Dice Chest. Wo bin ich? Hier? Ich glaube ja, oder? Nee, aber da ist eine Rainbow Chest. Junge, hä? Instant full. Was ist los bei dir? Bin einfach instant full mit dieser Chest. Die kann ich ja nie fertig machen. Brauche irgendeine andere Chest, die man aber auch fertig... Okay, wir können einfach Jahre jetzt an dieser Chest bauen. Okay, Bruder. So, ich brauche kein neues Tool. Ich brauche neue Backpacks vorerst nur. Weil ich habe ja gute Hüter geschenkt bekommen. 3150. Und das ist auch gar nicht so viel besser an der Stelle. Naja, mal sehen. Aber es ist noch immer noch ein 5er Sand. Kann ich hier unten besseres Zeug bekommen? Irgendwie... Kann es sein, dass hier Zeug mit besserer Durability kommt? Oder ist es immer nur Sand? Und die ganze Zeit Sand? Weil wenn ja, ist es ein bisschen komisch. Aber egal, hier haben wir eine neue Rare Chest. Ja, ich brauche solche Rare Chests, weil die geben mir auch Cash dazu. Das ist viel besser als solche anderen Chests, die ich mir nicht anbauen kann. Aber hier haben wir Sand mit 50. Und eine neue Dice Chest. Das werde ich auch abbauen. Dafür brauche ich aber mehr Ding. Ihr wisst, was Ding heißt, oder? Ich weiß nämlich nicht. Ding meine ich Platz. Capacity, genau, das meine ich. Bin so gut, dass ich immer genau selber weiß, was ich meine. So, hier. Und hier muss ich nochmal runter. Glaub mir nicht, glaub mir nicht. Das ist meine. Nein! Ey! Nein, ich kann ihn nicht ganz abbauen. Nein! Bruder, geh doch da weg. Was ist los bei dir? Oh, 2 Millionen? Bruder, was? Was ist hier los? Direkt noch eine. Digga, hä? Woher kommt der das Cash auf einmal? Junge. Okay. Es wird Zeit für so ein Mega-Kanister einfach jetzt auf meinem Rücken. Und ein Pet wird Zeit. Stimmt. Pet. Ein Pet könnte mir gut helfen, oder? Was für ein Pet kann ich mir holen? Vielleicht eins mit guter Strength. Okay, wir sind schon zu weit. Ich brauche auch keinen RC-Tank hier. Ich bin schon zu weit. Nehmen wir das Sloth. Ein Sloth ist cool. So, und ein neues Tool an der Stelle, das, ja, ein bisschen stärker ist hier. Ein Metalldetektor. Yeah, ein Metalldetektor. Ey, ganz ehrlich, ich mag den Simulator. Oder, nein, ist doch Simulator. Ja, ich mag den Simulator. Macht das komische Sounds, das Ding. So, instant 5 Millionen bekommen. Perfekt. Oh, der Metalldetektor baut schnell ab. Der baut wirklich schnell ab hier. Lass uns mal hier ein bisschen bauen. So, die nächste Dice Chest. Ey, ich will die Dice Chest. Hallo, bau nicht weiter. Warum macht der automatisch? Hallo, der Metalldetektor baut automatisch. Nein. Hilfe. Ich will die Astronauten-Chest. Kannst du aufhören? Der war automatisch weiter. Oh Gott. Okay, ich überlebe das, Leute. Ich überlebe das. Das ist eine Rainbow-Chest. Nein, ich will die nicht abbauen. Da bin ich instant full. Okay, ich überlebe das. Die Epic-Chest. Gut, ich will eine neue Dice-Chest haben. Oh, eine Alien-Chest. Das ist cool. Kann ich die ganz abbauen? Oh, 175.000. Also die Dice-Chest ist eindeutig die beste hier, die ich bekommen kann, gefühlt. Sie ist halt tatsächlich ziemlich leicht abzubauen, aber gibt mir auch gut Cash an der Stelle. 50.000 Cash habe ich hier jetzt rausbekommen. Junge, ich kann ihn ja auch de-equipen einfach. Ich habe gerade sehr, sehr überreagiert, wo ich ihn einfach de-equipen hätte können. Naja, was soll man sagen? Hier, 500 Strength plus auf einmal. 0,5 Abbauzeit nur für den Golden Spoon. Stimmt, ja, der hat jetzt eine niedrigere Abbauzeit. Du hast OP-Zeug einfach hier. Bruder, Junge, du willst mir das geben? Das ist ultra nett, Bruder. Das ist ultra nett. Muss ich sagen. Danke dir, ganz ehrlich. Okay, dann de-equip ich das Zeug mal und das hier und hol mir so ein Dominus-Ding und ein Rainbow Shack. Und ja, ich baue jetzt ein bisschen schneller hier ab, Leute. Also, wisst ihr schon, ich bin so der Meisterbauer jetzt an der Stelle. Keiner kann mir das Wasser reichen. Ah, da ist noch eine Dice Chest. Die nehme ich mit. 5 Millionen. Easy, gegönnt. Gar kein Problem. Gefühlt habe ich das Spiel schon durch, kann es sein. Oh, eine Legendary Chest. Okay, 16.000. Das ist ja nichts. Das ist ja überhaupt nichts. Bin gerade bei der Tiefe von, 140 Blöcken. Da sieht man das. Ich habe so viel von dem Spiel gar nicht mitbekommen einfach. Oh, noch eine Dice Chest. 3 Millionen. Perfekt. Und was bringen mir die Rubies überhaupt, Leute? Mir das jemand sagen? Was bringen die Rubies? Ich habe keine Ahnung. Da, Atlantis-Chest. Da ist eine Alien-Chest. 111.000, ja, ist nicht schlecht, sagen wir so. Aber auch nicht das Krasseste jetzt. Eine Golden-Chest, okay. 180.000, gut, nehmen wir mit. Wo kommt die nächste Dice-Chest? Komm schon, gönn schon, eine Dice-Chest. Das ist doch das, was wir alle wollen. Ah, eine neue Alien-Chest, aber die kann ich... Ich hätte gedacht, die kann ich nicht ganz abbauen, aber ja. Anscheinend kann ich das schon. Auch wenn ich gedacht hätte, dass es jetzt nicht funktionieren sollte. Oh, noch eine Epic-Chest. Und eine Stone-Chest oder was das war? Oh Gott, Leute. Wie viel hat jetzt eigentlich so eine Rainbow Chest an Durability. 10.000? 100.000? Ich weiß es gar nicht. Prisoner Chest, okay. 294.000. Stimmt, ich kann ja einfach weiter diggen, sobald meine Capacity schon voll ist. Die Capacity juckt ja eigentlich nicht mal so wirklich. So sehr juckt die wirklich nicht. Wie viel hat der? 25.000? Ja, mir ist die Capacity gerade egal einfach, oder? Oh, aber das ist schon teuer hier. Das ist schon teuer. Da, Crates kann man sich hier kaufen für Rubies. Okay. Und da kann ich dann gutes Zeug hier rausziehen. Hol ich mir mal zwei, oder warte, Skin Crates, okay. Und hier habe ich Head Crates. Gut, 1.500 Rubies
Zombies bräuchte ich. Dann sparen wir noch ein bisschen hier. Und gehen wieder ab in die Tiefe. Leute, ab in die Tiefe. Resettet sich das dann auch irgendwann? Ich glaube schon. Ja, sehr wahrscheinlich schon. Aber wann? Keine Ahnung. Das werde ich noch irgendwann herausfinden, denke ich. Ist irgendwo noch eine Dice-Chest für mich übrig? Also die würde ich schon noch gerne mitnehmen. So. Oh, was war das? War das eine Dice? War das eine Stone? Ja, das war eine Stone-Chest. Aber 300.000, ganz klar, nehme ich mit. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Oh, hier eine Rare-Chest, eine Atlantis-Chest. Für die Rubies nehmen wir die halt auch immer mit. 30 Rubies immer raus aus denen. Das ist stark. Wie gesagt, da kann man sich auch nicht beschweren. Wann kommt denn der nächste Sand mal? Das wird wahrscheinlich so ein 500er Sand. Das ist dann die Prisoner-Chest. Die hat gut reingehaut bei meiner Capacity gerade. Da ist noch eine Atlantis-Chest, war das? Ich dachte, das wäre eine Prisoner gewesen, aber ja. Eine Atlantis, eine neue Legendary und wir sind beim nächsten Sand mit 150. Ich dachte jetzt dann 500 fast. Aber ja, 150 auch nicht wenig. Hier, nächste Atlantis-Chest. Wir bauen uns ein bisschen runter, bis ich so 1500 habe. Und ja, ich kann das später machen. Oh, der Sound ist nicht cool. Aber ich will 1500 Rubies haben hier. Also, ja, ich will mich noch ein bisschen runterbauen hier. So, ihr wisst schon. Oh, eine Stone-Chest. Gib mir die Stone-Chest. Oh, da, eine Golden-Chest auch noch. So, wir sollten wirklich bald bei den 1500 sein. Bald haben wir es. Ich bin auch schon ziemlich weit unten. 250 Blöcke. Oh, eine Trident-Chest. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Und direkt noch eine Prisoner-Chest hinterher. Sehr schön. Wir bauen halt pro Ding schon irgendwie 6000 oder so ab. Eine Mars-Chest. 400 Rubies hat mir die gegeben. Okay, da kann ich jetzt zählen für. Und jetzt können wir auch mal schauen, dass wir irgendwie in die nächste Insel oder so kommen. Was? Okay, jetzt bin ich in der nächsten Insel. Okay. Ah, da. Dig Site Collapses. Okay. Gut. Und hier kann ich mir ein neues Zeug. Ah, 1 für 15. Das ist besser, weil wir hatten davor 1 für 5. Jetzt haben wir 1 für 15. So, Tools. Und hier kann ich mir bessere Tools kaufen auch. 750 Strength. Das hat gerade 500. Aber so viel besser ist es auch gar nicht. So, Backpacks kann ich mir einen besseren holen. Machen wir für 12 Millionen. Machen wir das, ja. Soll ich dir noch was geben? Wenn du noch was hast, dann okay, mal. Ja, wenn du willst, du kannst mich gerne antraden. Oh, da ist der Sand auch schon wieder ein bisschen mehr wert hier. Sehe ich. Da, ja, trade mich an. Und was hast du noch für Zeug? Oh, noch ein Dominus. Oh, danke dir. Das ist sehr nett. Danke. Dann kann ich auch diesen Hut hier wegpacken und einen Dominus MP equippen. Gut. Und hier kann ich mir auch Crates kaufen, oder? Ach, das sind immer die gleichen Crates. Okay. Dann kaufe ich mir... Nein, nicht Gift. Bye. Gib doch mein Zeug nicht her. So, und ich ziehe da raus ein... Hype ist real. Ein Red Domino Crown. Oh, naja. Was soll's. Ist nicht so krass, oder? Oder ist das krass? 1400. Nicht schlecht, aber auch nicht krass jetzt. Jetzt habe ich nichts mehr. Aber du hast noch Zeug an, hoffe ich mal, oder? Solange du das noch hast, ist es doch gut, hoffe ich. Also ich will jetzt nichts abziehen, was du noch gebraucht hättest. Also falls du irgendwas noch gebraucht hättest, ich kann es dir wieder zurückgeben. Das ist kein Problem. Gut. So, jetzt kann ich aber hier noch neu farmen. Bei der Pirateninsel ist so ein Detail, dass einfach hier so Coins eingearbeitet sind. Das ist ganz cool. So, ein paar Comment-Chests für eins. Ja, die sind irgendwie nicht so krass. Jetzt will ich wieder diese Dice-Chests haben, weil die waren schon krass. Noch eine Comment-Chest. Oh Gott. So, Rare-Chest, Comment-Chest. Ne bessere könnte ich mal haben, aber ich bin auch noch nicht wirklich tief. Tiefe von 35 oder so. Da wird man wahrscheinlich noch nicht so gute Sachen finden. Deswegen digge ich jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter runter. Bei mir ist eine Regenbogentruhe. Oh, ja. Soll ich da vorbeischauen? Sollen wir zur Regenbogentruhe schauen? Ja, ich schau mal zur Regenbogentruhe. Will ich mal hier hinschauen. So, zeig mal. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn hier? Okay, ich war schon richtig. War ich richtig? Ne, war ich nicht. Oh Gott, ich war nicht richtig. Dann schauen wir nochmal hin. Ich will das sehen. Schauen wir uns die Regenbogentruhe an. Irgendwie komme ich da nicht hin. Kann es sein? Warte, okay. So. Hier ist nur eine Comment-Chest. Hier ist irgendwie nichts. Ich sehe die Regenbogentruhe nicht. Egal, ich gehe jetzt hier weiter. Warte, hier. Oh, Mann. Ja, ich schaue sie mir hier an. Wo ist sie denn, Bruder? Wo ist sie denn? Hast du sie? Hier. Ah, okay. Wie viel Durability hat seine? Warte, ich will das kurz freischaufeln hier. Die hat ein paar hunderttausend. Oh Gott. Okay. Ja, aber die bekomme ich schon down. Da farme ich jetzt ein bisschen dran und dann schauen wir mal. Aber danke dir, dass du dir gezeigt hast. Kein Problem. So, da farm ich jetzt tatsächlich ein bisschen dran. Oh, ich habe noch nicht mal die Hälfte down. Erst so ein Drittel circa. Ja, in der Zeit kann ich trinken. Aber ich muss währenddessen meine Maus, mein Finger auf der linken Maustaste halten. Nur noch ein Viertel übrig. Yeah. So, bei den letzten 100.000. Und los geht's, Leute. Seid ihr hyped, was ich daraus bekomme? Ich weiß es nicht, was ich hier bekommen kann. Und es sind 26 Millionen. Stark. Nicht schlecht. So, jetzt kann ich aber hier auch weiterhin mal eine neue Crate von denen kaufen. Und mal schauen, vielleicht bekomme ich ja noch was Besseres diesmal raus. Warte, du hast mir 15 Crates... Woher? 15 Crates habe ich hier? Das sind die Skin-Crates hier. Oh mein Gott. Wer auch immer mir die gegeben hat. Danke dir, Bro. Danke dir. Hot Orange. Cool. Okay, 15 Crates kann ich nicht so hier aufmachen. Ach, ich kann gar nicht skippen.
okay, gut. Diamond. Das könnte ganz cool sein. Könnte ganz cool sein. So, was bekomme ich jetzt? Tribal 2, das ist ein Rare Skin. Den hatte ich schon. Aber okay, dann habe ich ihn nochmal. Einfach 15 von denen geschenkt. Das ist nice. Danke dir. Nochmal so ein Mythical-Ding. Warum auch immer Green Mythical ist. Das ist eigentlich Rare. Und dieses Orange hier ist Rare in diesem Fall. Aber ja, konventionelle Farbwahl. Würde ich mal sagen. Rainbow, auch nicht schlecht. So, weiter. Immer noch so viel übrig. Junge, Junge, Junge. Oh, Dark Granite. Granit. Legendary. Ist das besser als Mythical? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut. Ich glaube, das kann ich hier im Store gleich nochmal nachschauen, was besser ist. Gift. Oh, 5 Sacred Skin Crates von Mile. Danke dir. Oh. Und jetzt habe ich noch mehr zum Aufmachen. Leute, hey. Ich habe so viel zum Aufmachen jetzt. Rainbow Zebra. Das ist aber... Nein, das ist ein Sacred. Sacred. Oh, Rainbow Zebra sieht aber ganz cool aus, ja? Space. Nee. Beach. Beach? Ja. Ist, glaube ich, nicht der Skin, den ich jetzt equippen werde, weil ich schon viel cooler habe. Und jetzt... Polkadots. Naja, kann man mitnehmen. Man muss ja auch ein paar normale Skins bekommen. Oh, ist jetzt aber Space. Ein Legendary Space Skin. Gefällt mir. Und es sind immer noch so viele Kisten übrig. Junge, Junge, Junge. Kann man die Crates vertraden, Leute? Kann man die vertraden? Weil wenn ja, würde ich die verschenken, weil ich habe jetzt schon so viele Skins. Ich kann die Skins verschenken, oder? Dann kann ich ja die Skins verschenken. Und ich habe wieder 4 Sacred Skin Crates bekommen von Badaboom. Ich werde nie fertig mit diesen Crates. Leute, braucht ihr doch nicht diese Crates. Ihr habt doch die Gems für euch, oder? Behaltet die für euch. Ihr braucht diese Rubies selber. So, Yazelman hat mir noch getradet hier. Was hast du für Zeug hier? Soll ich dir irgendwas geben? Warte, ich kann dir mal... Hier willst du ein paar Hüte haben. Hier, und du kannst hier so, keine Ahnung, orange und lila haben. So, hier, nächste Person. Traden wir jetzt mal ein bisschen. So, du hast auf Farben. Okay, dann gebe ich dir, keine Ahnung, eine coole Farbe. Hier, willst du einmal Diamant haben und einmal Beach. Da, nehmen wir das. So, nimm meinen Trade an hier jetzt. Was hast du für Zeug überhaupt alles? Ach, man kann diese... Bruder. Nein. Ah, danke. Aber warum, Bruder? Kann gar nicht. Except. Willst du Käse? Hallo? Drück doch auf Except. Jetzt. Hä? Okay. Ich kann die aber jetzt nicht alle aufmachen. Das dauert viel zu lange. Aber jetzt will ich mal hier schauen. Die Chance. Okay. Legendary ist tatsächlich häufiger als Mythical. Sacred ist das Beste. Also, und Goldly gibt es noch. Goldly ist halt krank. Gut. Später. Ich weiß nicht, ob ich die später auch aufmachen kann. Hier, jedenfalls, ich mache jetzt noch diesen hier auf. Und ich hoffe, ich bekomme was Gutes raus. Ich bekomme ein Rare. Das ist so, ich glaube, das Schlechteste, was ich bekommen kann, oder? 130. Oh Gott. Da, du bekommst von mir den hier. Ich kann nichts reinlegen. Das ist sowieso viel bessere Sachen. Digga, er hat so viel bessere Sachen. Da, du bekommst den. Was für Skins hast du denn? Ihr habt alle so krasse Skins, Leute. Junge. Da, du bekommst Rüben. Ey, ich hoffe, du hast Bock drauf. Ey, der Hut und die Hüte. Danke, Junge. Danke. Cool. Jetzt müsste ich noch accepten können. Hier. Ey, vielleicht schon. Ich kann nicht accepten. Hallo. Ich will accepten. Hallo. Ich will doch nur ganz normal auf accept drücken. Bruder. Hallo? Kann ich dir noch was reingeben oder so? Ey, jetzt geht's. Okay. Was? Der wird noch prepared. Was? Ja, dann würde ich auch sagen, das war jetzt genug von dem Spiel hier. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.